Leutgeb Entertainment Group, Stahl Records und Adelmann Promotion präsentieren. Es ist schlechthin die absolute Sensation in der deutschsprachigen Eventgeschichte. Am 15. August 2020 findet auf dem Open-Air-Gelände der Messe München eine einmalige und einzigartige Volks-Rock'n'Roller-Show statt, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Biergärten, Vergnügungspark, ausgedehnte Fanmeile und viele weitere Attraktionen. Fans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen anderen Nationen werden zu einem einzigartigen Erlebnis mit völlig neuen Dimensionen zusammenkommen. Das Volks-Rock'n'Roller Fan-Festival. Jetzt schnell die besten Tickets sichern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Promigeflüster. Das Geheimnis ist ja jetzt ja nun gelüftet. Große Geheimnis von Andreas Gabalier, das Open Air, das Fanfest Open Air findet statt am 15.08.2020 und das wird was ganz Großes. Einige Fragen wurden ja beantwortet bei der großen Pressekonferenz, aber vielleicht die eine oder andere haben wir noch an ihn, die ich gerne persönlich an ihn stellen würde. Große Open Air mit Andreas Gabalier, Fanfestival Open Air hier in München auf dem Messegelände und den Tourveranstalter, den haben wir hier, den Klaus. Klaus, wie ist es, so eine Vorbereitung zu starten? Jetzt habt ihr ja noch knapp acht Monate. Ja. Wie ist es? Naja, ist natürlich unglaublich, jetzt momentan natürlich sehr emotional, weil das ist natürlich ein außergewöhnliches Projekt und vor allem es war ja mir eine Herzenssache auch, weil ich habe zum Andreas gesagt, jetzt 10 Jahre sind vorbei, 10 unglaublich erfolgreiche Jahre und die sind so schnell weg gewesen und irgendwie muss man einmal ein Zeichen setzen und sagen, okay, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann muss es für das Kickoff in die nächste Epoche irgendwas Besonderes geben und zwar etwas Besonderes und das ist auch das Wichtigste, die wichtigste Message für die Fans, weil wenn Millionen Fans dich 10 Jahre lang begleiten, die Treue halten und immer an deiner Seite sind, ich glaube, dann ist das der schönste Moment, wenn man sie alle einmal gemeinsam vereinen dürfen, nämlich in Bayern, in München, im Epizentrum des Volksrock'n'Roll, wo er seine größten Erfolge gefeiert hat, im Olympiastadion. Und das war für mich natürlich das Allerwichtigste an dem ganzen Konzept, dass man sagt, okay, wir holen hier alle zusammen aus allen Ländern, es treffen sich alle hier, feiern gemeinsam ein schönes Volksfest, den ganzen Tag über, von Zuckerwatte bis Schaumrolle bis Lebkuchenherzen, alles mit dabei. Und am Abend machen wir dann ein schönes Konzert gemeinsam, in Friede, in Freude und alle gemeinsam und miteinander. Ich glaube, das ist es. Ja, gibt es auch musikalische Gäste, die dabei sein werden, die man so am Rande antreffen kann? Ganz sicher. Es wird natürlich ein dementsprechendes Vorprogramm geben. Wir beginnen ja bereits um 16 Uhr dieses Riesengelände dann zu befüllen und da wird es natürlich dementsprechend Vorprogramm geben und. Klar, aber wie gesagt, so weit sind wir natürlich jetzt noch nicht. Da sind wir in der Vorplanung. Das ist auch eine Geschichte, die wir dem Andreas immer überlassen, weil das ist eine künstlerische Sache, die soll er dann entscheiden. Okay. Und da wird sicher der ein oder andere Überraschungsgast mit dabei sein, der ihn vielleicht in den letzten 10 Jahren begleitet hat. Ja. Ist natürlich auch eine finanzielle Herausforderung. Kann man da über Zahlen sprechen? Darf man über Zahlen sprechen? Was muss man so ansetzen? Naja, wir reden natürlich von einem Budget von, sage ich einmal, in Richtung 10 Millionen bei so einem großen Projekt. Das ist natürlich eine dementsprechende Herausforderung. Ich sage jetzt auch ganz offen und ehrlich, das ist jetzt nicht der große Wurf zum Geldverdienen. Das ist auch nicht der Hintergedanke. Und das war auch nicht unsere Überlegung. Wir haben auch nicht unseren wirtschaftlichen Gedanken hier an erster Stelle gestellt, sondern an erster Stelle den Gedanken gestellt, wie schaffen wir es logistisch und infrastrukturell alle Fans an einem Platz zu holen. Das war die Herausforderung. Und dann sind wir halt nach vielen, vielen Monaten dann auf die Messe in München gekommen, weil ganz einfach der perfekte Platz einfach hier ist. Jetzt wollen wir natürlich das Ganze nicht schwarz sehen. Ich meine, es ist dann Hochsommer. Man weiß, Wetterkapriolen können auch noch eine Rolle spielen. Gibt es einen Plan B, falls es je wettertechnisch schief geht? Klar, natürlich, wir sind immer vorbereitet, das muss man auch sein, also es muss immer ein Backup geben, es gibt immer das Worst-Case-Szenario, das kennen wir alle, gegen Wasser, viel Wasser am Boden sind wir geschützt, aber natürlich, wie wir alle wissen, es gibt auch Wind, ja, vor allem in solchen Höhen, bei solchen Lasten, die wir hier haben, einer 150 Meter Bühne, das Ganze wird natürlich dementsprechend riesiges Stahlgerüst sein, das wird dementsprechend mit vielen, vielen 100 Tonnen ballastiert sein. Für das sind wir natürlich gerüstet und vorbereitet, aber natürlich würde das Worst-Case-Szenario eintreten, gibt es hier genügend Evakuierungsflächen und Vorbereitungs- und Entspannungsflächen, die wir natürlich mit am Schirm haben, gar keine Frage. Alles klar. Gut, dann hoffen wir das Beste, wünschen alles Gute, viel Erfolg und ich denke, wir dürfen dann hoffentlich beim Open Air auch dabei sein. Live dabei, Promi.
Das große Open Air bzw. Fan Festival, so heißt es ja. Open Air ist ja das kleine, Fan Festival wird größer. Und da gibt es jemanden, der natürlich hier die ganze Fäden in der Hand hat, wenn es um Sachen Technik und die Bühne geht, den Benjamin. Hallo, grüße dich. Hallo, grüß euch. Ja, was sind das für Herausforderungen im Gegensatz zu einem normalen Open Air, wenn man jetzt nochmal ein größeres Gelände vorfindet? Du hast schon gesagt, genau das ist die Herausforderung, das größere Gelände. Also alles wird einfach größer. Das heißt, man muss sich natürlich über ganz viele Sachen Gedanken machen. Sei es die Wegeführung, sei es die Verkehrsplanung, sei es die Sicherheitskonzepte. Wir müssen die Leute sicher aufs Gelände kriegen, Schlüsse wieder runterkriegen. Alle wollen was hören, alle wollen was sehen. Und es soll ja auch Spaß machen für jeden. Das heißt, das ist die Herausforderung, genau wie du schon gesagt hast. Mit wie vielen LKWs rückt man da an? Wow. Also ich kann ja sagen, beim Hockenheimring waren wir mit 62 LKWs da, das waren 100.000 Leute. Mhm. Da wir jetzt hier ja auch noch von einer Fanmeile reden, von Fahrgeschäften reden, von, wenn du mich jetzt so schätzt, ich würde mal die 200 in den Raum schmeißen. Das ist aber gerade eine Schätzung, so weit sind wir nicht. Aber das werden, wir brauchen viele Parkplätze auf jeden Fall, ja. Wie groß wird die Bühne so, was für Dimensionen nimmt die an? Also wenn man so grob die Zeilen schon gesehen hat, gibt es ja hinten, glaube ich, auch noch irgendwie Bergidyll oder wie auch immer. Das ist der Spoiler-Alarm. Die wird groß. Ich darf und möchte echt noch nicht viel sagen, weil wir es ein bisschen secret halten möchten. Aber es wird die größte Bühne, die Andreas jemals hatte. Und wenn man jetzt mal in Hockenheim oder in München war, dann weiß man, wie groß die Bühnen da schon waren. Mhm. Jetzt sagen wir, die wird nochmal eine Nummer größer. Diese 130, 140 Meter stehen im Raum, diese 40, 50 Meter Höhe stehen im Raum, das wird groß. Kann man sich jetzt so von den Zahlen ja gar nicht so wirklich vorstellen, das muss man wirklich sehen und erlebt haben, denke ich einfach mal. Ne? Du hast es gerade so bei den Kollegen vom Catering da gerade geschildert, wenn du einen Plan vorliegen hast und du was einzeichnen musst, eine Würstchenbude, der geht unter. Der geht gerade unter, ganz klar. Das ist ein riesen Gelände. Ich meine, hier waren 250.000 Leute beim Passversuch drauf. Das ist riesig. Jetzt kann man sich vorstellen, so eine 4x4 Meter Würstchenbude auf den Plan gesetzt, die ist einfach gar nicht wahrnehmbar. So groß ist der Monitor gar nicht, wo man reinrollen muss. Das sind wirklich richtig große Dimensionen. Aber da haben wir jetzt wieder ein gutes halbes Jahr Zeit, oder fast ein Dreivierteljahr Zeit für die Planung. Das machen wir jetzt, gehen wir jetzt an, aber... Das wird spannend. Schönes Team, schöne Aufgabe. Das wird gut. Fast anstrengender als eine 3-Stunden-Show da. So viele Geschichten erzählen, ja. Und jetzt machst du mal ganz kurz, ziehst dich ein bisschen zurück, machst Pause und schon kommt man auf so spektakuläre Ideen. Wie ging es voran? Ja, das ist es. Irgendwie muss es weitergehen. Es war einfach zu turbulent, zu viel schöne, große Erlebnisse in den letzten 10 Jahren, als dass man sich jetzt darauf ausruhen möchte. Und deswegen haben wir uns überlegt, einfach bombös und groß uns zurückzumelden nächstes Jahr. Und auf das freue ich mich einfach. Gewaltigst, mir geht's gut. Mir tut die Pause auch wirklich gut seit Ende August. Ich genieße es, in den Bergen zu Hause ganz banale Dinge zu machen, wie Keller zu räumen und Auto waschen und einmal mich wieder ein bisschen mehr nach dem Sport zu widmen, den Griller anzuwerfen, so ganz, ganz einfache Sachen. Für 2020 wünsche ich dir hiermit alles, alles Gute. Jetzt sind noch deine oder unsere drei Damen da. Danke, danke dir. Mach's gut. Dir. Viel Erfolg. Ich habe, glaube ich, gelernt in den letzten 10, 12, 15 Jahren so das Leben einfach so zu nehmen, wie es kommt. Man hat es nämlich selbst nicht wirklich im Griff. Man kann durch Fleiß und Einsatz und Ideen, Motivation irgendwie vielleicht vieles planen, verändern, aber irgendwann einmal kommt vielleicht wieder ein Stolperstein, den man sich nicht wünscht. Und deswegen, glaube ich, kann man das alles nur so nehmen, wie es ist. Dankbar sein, dass man so schöne Höhen erleben darf. Und diesen Tiefen dann vielleicht, oder durch diese Höhen vielleicht auch über diese Tiefpunkte wieder hinwegsehen. Du hast die Amerika-Reise angesprochen. Was gibt es für eine Geschichte? Nach Nashville oder wieder eine größere? Wir reisen wieder herum. Ich habe gesagt, ich habe viele Ideen auf meinem Handy. Wir haben viele Visionen für die Zukunft und die möchte ich einfach ein bisschen ausspinnen. Mhm. Ich bin gerne in Amerika einfach auch, weil wir dort schon viel produziert haben. Ich nehme den Matze mit, ich nehme einen alten Freund mit, einer kommt nach, einer fliegt vor und so weiter. Einfach ein bisschen ausspinnen, ein bisschen ins Studio, an ein paar Sachen arbeiten. Irgendwann muss wieder was Neues her und da genieße ich jetzt einfach dieses Entspannte ohne Druck. Und da habe ich gesagt, jetzt ist eine gute Zeit. Die Anfangszeit im Dezember, die nehmen wir noch in New York dann mit und da werde ich die 2 Tage hängen wir dort noch an. Da werden wir den Weihnachtskitsch in Amerika mal mitnehmen und vielleicht dort einen Song schreiben.
Das hat natürlich auch den dezenten Nebenvorteil, dass mich dort eigentlich keiner kennt. Da kannst ganz normal überall in jede Bar gehen. Ist auch lustig, ein, zwei Mal im Jahr ein bisschen weg von dem ganzen turbulenten Geschehen und wieder mal zu 100% der Andi von früher sein. So. Schön.